Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung mit PHP. Heute geht es um Break und Continue. Break und Continue bezieht sich eigentlich auf die Vor- und die While-Schleife. Ich packe das aber jetzt erst rein, weil ihr jetzt so ein bisschen Übung mittlerweile gekriegt habt mit den Vor- und den While-Schleifen und so ein bisschen wahrscheinlich schon rumprobiert habt. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal ganz kurz. Break und Continue. Break kennt ihr schon aus den Switch-Statements. Break beendet eine Schleife vorzeitig. Das heißt, wenn ich hier einen Break reinschreibe, dann ist meine Schleife danach zu Ende, sobald dieses Break erreicht wird. Warum sollte ich das jemals machen? Naja, so wie ich es jetzt dastehen habe, ist es natürlich kompletter Bullshit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mein Array, weiß ich ja jetzt nicht mehr, wie das jetzt irgendwie aussieht danach, denn es ist ja jetzt alles sortiert. Ich könnte jetzt also abfragen, wenn ich meine, also jetzt da oben ist es unsortiert und ab hier ist das Ganze sortiert. Und hier in meiner if frage ich jetzt einfach ab, ist denn mein aktuelles Element $i schon größer als, keine Ahnung, 10? Falls ja, möchte ich bitte, dass das Skript beendet wird, denn ich möchte nur bis 10 meine Zahlen ausgeben. Also sage ich break. Und ja, was dieses break tut, ist, es beendet meine Schleife. Es sagt, okay, wir geben alle Zahlen aus, die kleiner als 10 sind oder kleiner gleich 10 sind. Und sobald eine Zahl größer als 10 ist, wird sofort das Skript abgebrochen. Das Ding ist jetzt, dass die erste Zahl, die größer als 10 ist, die wird noch ausgegeben, denn das Echo steht über dem Break. Nach dem Break wird einfach nichts mehr ausgeführt, sprich auch die danach folgenden Schleifendurchläufe werden nicht mehr ausgeführt. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben 1, 3, 3, 6, 8, 32 und 32 ist schon größer als 10. Das heißt, nachdem wir 32 hier ausgegeben haben, gehen wir in diese if-Bedingung rein, sehen, aha, ja, ist größer als 10, also beenden wir die Schleife. So, wenn ich jetzt das Echo hier unten drunter schreibe, dann passiert das natürlich nicht mehr. Dann gebe ich nur die Werte aus, die wirklich kleiner gleich 10 sind. Okay, jetzt habe ich noch ein weiteres für euch und zwar ein Continue. Sagen wir mal, ich möchte einen spezifischen Wert, wie zum Beispiel 8, nicht ausgeben. Also sagen wir hier, falls mein i gleich 8 ist, dann mache ich ein Continue. Ups. Ein Continue. So. Was das jetzt tut, ist folgendes. Wir geben einfach alle Werte aus, nur Continue nicht. Warum geben wir Continue nicht aus? Naja, das liegt folgendermaßen daran, falls mein $i, also mein aktueller Wert, 8 ist, dann überspringe ich diesen Schleifendurchlauf. Das heißt, wenn ich Continue lese, springe ich automatisch hier runter, aber ich beende meine Schleife nicht, sondern ich fange den nächsten Schleifendurchlauf wieder von oben an. Das heißt, die Werte, die nach 8 kommen, werden trotzdem ausgegeben, nur die 8 selber wird übersprungen. Also genau dieser eine Schleifendurchlauf wird sozusagen nicht gemacht. Ist, als hättet ihr hier unten ein if not 8 stehen und es werden nur die ausgegeben, die nicht 8 sind. Im Prinzip ist es genau dasselbe. So, der Unterschied zwischen break und continue ist jetzt folgendermaßen. Bei continue wird nur der einzelne Schleifendurchlauf übersprungen. Bei break wird alles danach folgende übersprungen. Das heißt, wenn ich 8 erreiche, wird danach nichts mehr ausgegeben. Ich triff jetzt hier nicht jedes Mal auf meinen break, sondern ich triff nur ein einziges Mal auf meinen Break und danach ist meine Schleife komplett beendet. Das ist der große Unterschied dabei und ja, das ist eigentlich auch schon der ganze Trick. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Im Prinzip kann man das natürlich auch alles mit if regeln, aber es ist doch ein bisschen komfortabler und spart vor allem Laufzeit, wenn man direkt die Schleife beenden kann. Sagen wir mal, es liegen noch 50.000 Durchläufe vor uns und 50.000 haben wir schon. Dann macht es natürlich einen Unterschied, ob ich jedes Mal mit if prüfe, ob jetzt mein Wert ausgegeben werden soll oder nicht. Und ich überspringe einfach dann die komplette Schleife bis zum Ende und spare mir sozusagen 50.000 Tests, ob jetzt mein Wert ausgegeben werden soll. Deswegen schon sehr sinnvoll. Ja, gut, das war's dann eigentlich auch schon wieder. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.